Karim, du hast 2014 mal Kobe getroffen. Du hast auch noch im Audi Dome. Ja. Kannst du mehr zu dem Bild sagen? Wie kam es dazu? Ah, das war sehr, sehr interessant. Und zwar, wir hatten Training. Mhm. Und der war in München wegen dem Jochen Hane, also wegen irgendeinem Arzt. Und die hatten Training mit der, ich war es JBL oder MBBL. Mhm. Und dann auf einmal hieß es, mittendrin kam Marco Pesic rein und meinte, ihr müsst sofort mit dem Training aufhören und in die Umkleiden gehen. Kobe kommt jetzt und trainiert hier. Und wir waren da war ich glaube ich 16, 17 und alle waren so, what? So. Und dann wurden wir in die Kabine geschickt und es hieß, ja, wir dürfen auch nicht, der möchte jetzt seine Ruhe haben, der möchte jetzt auch nicht, dass wir hier rumeiern, sondern wir sollen einfach nach Hause gehen. So, das war so richtig, wow. Ansage, ja. Ciao. Und wir so, hell no, nein. Jeder, der mal im Audi Dome war, da gibt es ja überall diese Aufgänge. Krass. Auf jeden Fall haben wir dann uns bei diesen Aufgängen so ein bisschen versteckt und haben so alle irgendwie versucht, so ein bisschen was davon mitzubekommen. Und dann haben wir da wirklich uns, es war auch sehr impressive, der hat da wirklich 2,5 Stunden mit 3 Coaches wirklich ein krasses Workout gemacht und wir haben da 2,5 Stunden da gewartet und waren Mucksbäuschen still und haben uns einfach dieses Workout angeguckt und das war für uns damals, also es war die Welt, den mal zu sehen. Und dann irgendwie, als er fertig war, sind wir halt, da gibt es so einen Weg zu den Offices, weil wir da halt ausgecheckt haben, dass das Auto, da ist Security, dann muss er wohl da rauskommen. Und haben uns da auch noch mal eine Stunde gewartet und dann ist er da hingekommen und dann haben wir ganz lieb einen von den Securities da gefragt, ob wir ein Bild machen können und wir hatten halt richtig Respekt vor der ganzen Situation und der war komplett nett, der hat sich da noch mal 10 Minuten hingestellt, jeder hatte da noch Einzelbilder und hat mit uns, man sieht ja auch, er hat sich mehr gefreut, dass er uns sieht, als wir ihn auf dem Bild, siehst du auch? Ja, es ist total cool. Das Bild werde ich nie vergessen im Moment und ich glaube danach, wie alle so, ich werde nie wieder meine Hand waschen und so. Das war schon, ja, also das ist schon, war schon eine ganz krasse Kindheitserinnerung, ja. Kindheit. Ja, so klein warst du jetzt auch nicht. Ja. Jugend. Aber ja, richtig cool. Richtig, ja. Richtig cool. Tausend Dank. Gerne. Ja.